gerade natürlich die WM bietet jeden Tag da ja einen wunderbaren Anschauungsunterricht sozusagen, was leidenschaftlicher Offensivfußball oder auch mit vielen Toren garniert bedeutet. Und da macht es wieder Spaß, auch wenn die 6,5 Wochen, glaube ich, waren es jetzt Sommerpause, auch gut getan haben. Und es ist auch mal schön, dass so viel Zeit zu haben, wirklich auch mal mit anderen Dingen sich zu beschäftigen. Es steckt in jedem von uns natürlich ein Vollblutfußballer, der auch wieder mein Beispiel will. Sympathischer Mann. Von daher, das ist jetzt die Phase in der Vorbereitung, viele Trainingseinheiten, ist auch eine lange Vorbereitung, wo wir uns richtig kennenlernen können und mit Sicherheit auch intensive Einheiten haben werden. Das war heute natürlich ein lockerer Auftakt. Ja, also ich meine, es ist jetzt die erste Einheit, der erste Tag, der angegangen ist. Da wurde eine Besprechung gehalten, da wurde das Training jetzt das erste absolviert. Also wie gesagt, es ist ja erstmal die Freude da, dass es losgeht. Man ist natürlich gespannt, was alles Neues auf einen zukommt und wie das alles gehandhabt wird. Aber das wird man jetzt im Laufe der Woche sehen, der Vorbereitung sehen. Und ja, es ist der erste Tag. Ich meine, es ist wie in jedem anderen Betrieb auch schon sehr wichtig. Also nicht nur finanziell, sondern auch natürlich aus sportlicher Sicht. Man will bei den Besten mitspielen und da wollen wir am liebsten dazugehören.